Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squad. Episode Nummer 127, 28, 29, 30, irgendwie sowas in der Größenordnung. Max ist gerade im Urlaub, das heißt, dieses Video ist vorproduziert, beziehungsweise weiß ich gar nicht, vielleicht seht ihr auch noch diese Woche, wenn ich noch nicht im Urlaub bin. Aber trotzdem produziere ich gerade vor wie ein Weltmeister und von daher, ja. Außerdem haben die auch so gesehen keine Reihenfolge, die 7 Minute Squad. Sagen wir einfach, es ist irgendwas zwischen 127 und 130. Ich denke mal, damit sind wir ganz zufrieden. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da wäre eine großartige Unterstützung. Würde mich extrem drüber freuen, ist einfach wirklich eine nice Geste. 1000 schaffen wir das richtig geil. Links in der Videoschauung zu Randrun für Coins, PSN oder Microsoft oder FIFA Points. Natürlich auch zu Amazon, Facebook, Twitter und Instagram. Einfach mal auschecken. Gerade Instagram sehr, sehr interessant, jetzt wo ich im Urlaub bin oder in Urlaub fahre oder vielleicht auch nicht. Je nachdem, auf jeden Fall trotzdem interessant und vorbeischauen. Weiteres gibt es nicht zu sagen. Ich glaube, wir können einfach mal die Spieler suchen, die es in dieser Episode heute geben wird. Jovinko ist es definitiv nicht, aber wir suchen einfach mal und finden Matuidi. Das ist interessant. Wir brauchen auch noch einen zweiten Spieler. Matuidi habe ich gerade noch gespielt, beziehungsweise müsste ich im Verein haben. Wir spielen uns heute in der 4-3-1-2-Formation, was ganz interessant ist. ZDM, Matuidi, da haben wir ihn, ja. 94 Fitness dürfte reichen. Gut, alles klar. Dann brauchen wir noch einen zweiten Goldspieler. Mal sehen, wer das wird. Kein Franzose oder französische Liga. Glushakov. Ach du meine Güte. Ron, Grüße an dich auf jeden Fall. Die Glushakov-Episode also heute. Sehr interessant. Ich denke mal, den müssen wir auch gleich mal kurz vorher kaufen. Allerdings glaube ich, das können wir... Na, warte mal. Stellen wir einen Glushakov auf 6? Ich glaube schon, ne? Nee, oder? 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 Machen wir einen Glushakov hier hin? Ne, wir machen Glushakov dahin. Ja, alles klar. Gut, den müssen wir kurz auch kaufen. Wobei der Longshot und das Rechtsfuß, da muss ich auf die rechte Seite stellen. Aber das ist ja alles gar kein Problem. So, Dennis Glushakov. Übrigens die Legende, um das mal kurz zu erklären, für die, die das noch nicht wissen, beziehungsweise diesen Insider damals nicht mitbekommen haben, was eigentlich quasi unmöglich war, weil er nicht gerade im Skype-Call war, zufällig. Und zwar, naja, haben wir so unsere Packs geöffnet mit allen Münzen, die wir noch hatten und ich habe irgendwas Krasses gezogen. Meine ich, da hat Ron mit seinen allerletzten 7500 Münzen ein 7,5K-Set gezogen und hat Glushakov gezogen und seitdem ist Glushakov die Legende. Von daher, ja, gut, alles klar. Ich würde sagen, wir fangen an in 3, 2, 1 und los. Alles klar, gut. Als erstes müssen wir mal in die russische Liga gehen, beziehungsweise gucken, ob es irgendeinen Russen in der französischen gibt. In der französischen gibt es aber, glaube ich, keinen Russen, da bin ich mir relativ sicher, weil das wäre irgendwie ein bisschen sehr abwegig. Wobei, ich kann mich immer täuschen, das ist natürlich möglich. Cheryshev gibt es theoretisch in der BVA, aber das ist halt nicht die Liga. In Russland gibt es nicht, habe ich mir gedacht. Franzosen gibt es aber in der Dingsbums-Liga da. Und von daher können wir da einfach mal hingehen in die russische Liga und schauen danach. Im Via gibt es, Buena gibt es. Wir können natürlich einfach mit dem Via arbeiten. Dann müssen wir aber Matuidi auf die linke Seite stellen. Ich glaube, wir machen das einfach mal. Nehmen wir im Via oder nehmen wir Diarra oder nehmen wir Valbuena oder... Ne, wenn er auf A6 spielt, sollte er entweder Diarra oder... Dings sein und ich glaube, dann entscheide ich mich glatt für Diarra, weil, gucken wir einfach mal nach, der die besseren Defending-Stats hat und ich glaube auch ein bisschen größer ist, bin mir gar nicht so sicher gerade, aber wir gucken einfach mal, der günstigste ist und danach entscheide ich das dann, okay, ist das anscheinend im Via. Ja, es ist im Via, dann nehmen wir halt den. Warum ist Diarra so teuer? Das kann ich nicht nachvollziehen, aber egal. Normalerweise müsste im Via eigentlich auch extinct sein, so mehr oder weniger, weil der ja nicht mehr zu ziehen ist, weil der ja bei Milan ist. Vielleicht gibt es einfach viele Menschen, die den damals gezogen haben und jetzt erst ihren Verein ausmisten, so wie ich das getan habe, aber ich weiß es natürlich auch nicht. Gut, dann packen wir den Verein, jetzt müssen wir weitermachen. Wir haben Glushakov auf der rechten Seite, gibt es einen Rechtsverteidiger bei Spartak, ich glaube Shishkin spielt da. Shish! Bin mir mal nicht ganz sicher, deswegen mal lieber wieder nachgucken, bevor wir Namenssuche machen. Wir haben Parshiljovuk und das war es glaube ich auch schon. Ja, sieht zumindest so aus, haben wir dann günstigen, sonst, ja, 500 Münzen, das ist ja süß. Das ist ideal, den nehmen wir dann mit. Dann haben wir hier mal den russischen Link. Ach nee, warte mal, das ist ein Perfect Link, ne? Scheiße. Scheiße. Scheiße, das wird dann ja nicht now links wasted, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Jo, das ist mir vollkommen egal. Gut, dann muss ich aber jetzt hier mal den Matuidi auf eine andere Seite stellen, damit ich das nicht verwechsel irgendwie noch. Denn der hat keinen Deadlink. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Wir brauchen jetzt einen Via, den wir verlinken, aber das ist so ein bisschen blöd. Nehmen wir vielleicht einen Innenverteidiger von Spartak? Vielleicht ist es interessanter. Buketti. Buketti. Buketti ist gut. Dann können wir einfach irgendeinen Rechtsverteidiger nehmen. Irgendeinen Rechtsverteidiger wirklich aus der Liga. Wahrscheinlich wird auch Mario Fernandes hinauslaufen. Ganz sicher bin ich noch nicht. Aber das ist so die beste Alternative, die mir einfällt. Angiukov ist noch in Ordnung. Shishkin. Da war Shishkin. Komm, wir nehmen Tess. Gut, machen wir weiter. Wie gehen wir denn weiter? Wir gehen jetzt in die... Serie A. Mit dem französischen Innenverteidiger.
Genauso machen wir das nämlich. Serie A, Innenverteidiger Frankreich, Maxes oder Rami? Rami natürlich, weil das einer meiner Lieblingsverteidiger ist dieses Jahr. Spielt mittlerweile bei Sevilla, Cry, aber das ist glaube ich nicht so wild, weil der sollte trotzdem noch auf dem Markt sein. Hier haben wir ihn. Haben sowieso im Verein. Torwart, da müssten wir jetzt Abbiati nehmen. Nehmen wir vielleicht doch einen anderen. Welcher von denen hatte denn einen italienischen Torwart jetzt in seinem Verein, dass wir den quasi verlinken können? Siani hat Marchetti. Na, das ist natürlich schon besser irgendwie, ne, als Abbiati. Koulibaly hat niemanden. De Maio hat Perin. Ja, De Maio ist Silber und nicht so krass. Ich glaube, dann nehme ich doch Siani. Gut, dann müssen wir Marchetti ins Tor stellen. Ne, müssen wir gar nicht. Ich laber scheiße. Wir bleiben bei Rami. Das ist ja egal. Wir nehmen jetzt einfach irgendeinen italienischen Torwart. Und zwar aus der Serie A. Das heißt wahrscheinlich Buffon. Auf den es hinauslaufen würde. Ich liebe ja Buffon. Der ist dieses Jahr richtig, richtig geil, meiner Meinung nach. So, haben wir hier. Zack. Gut, machen wir weiter. Linksverteidiger von Milan. Und da haben wir nämlich jetzt das Problem. Super. Da brauchen wir nämlich entweder Amero oder sonst wen. Und die sind alle scheiße teuer. Von daher war das wahrscheinlich eine richtig blöde Idee. Und wir nehmen doch Siani, weil der die günstigere Linksverteidiger-Variante. Und ja, ich bin so knauserig, weil den werde ich ja nie wieder los. Das heißt, wir nehmen einen von Lazio. Und da haben wir Radu, was natürlich ideal ist, weil die Nation werde ich auf jeden Fall nicht mehr einbauen. Allerdings müssen wir einen günstigen finden, sonst müssen wir den Plan auch wieder beim Haufen werfen. Aber 1100 Münzen sind in Ordnung. So, dieses Objekt ist abgelaufen. Willst du mich verarschen? Ja gut. Edson Bravheit wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich verliere gerade kaum Zeit, weil ich einen günstigen Spieler suche, aber das ist mir sowas von egal, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da habe ich gleich den Druck und mit Druck kann ich gut umgehen. Ach, ist mir ganz egal. Radu auf jeden Fall auf die Liste. So, gut, dann brauchen wir jetzt noch einen zentralen. Nein, wir brauchen einen Stürmer. Wir brauchen nämlich einen Stürmer, so ist das nämlich. Und zwar müsste der mit Matuidi einen Stronglink haben. Das heißt, wir nehmen da Ibrahimovic. Nein, Spaß, wir nehmen natürlich Edinson Cavani, weil der günstiger ist. Ich bin hier. Ein Sparfuchs einfach. Kann man nichts gegen machen. Warte mal. Ja, doch. Wir nehmen, wenn ich ihn finde. Da haben wir PSG. Futti nehmen wir mal nicht. Nee, Iba nehmen wir nicht. Cavani nehmen wir. So. Dann brauchen wir noch einen uruguayischen Zehner. Nee. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nämlich ganz und gar nicht. Weil im Via kein Stronglink hat. Das ist unpraktisch. Das ist ganz unpraktisch. Das heißt, wir müssen nämlich Lacazette nehmen. Dämliche Formation. Egal. So, Lacazette. Und jetzt brauchen wir noch einen französischen Zehner und französischen Stürmer vom gleichen Verein. Also wir haben ganz viel Frankreich heute, aber ganz viel Frankreich. Wen nehmen wir denn da? Aber nicht, darf ich in der Liga spielen? Premier League. Inge. Ah, Cabella. Und Remy. Komm. Was soll der Geiz? Haben wir richtig pacing Sturm heute mal. Und ich glaube dann ganze... Schischkin kann ich auch nicht nehmen, weil der einen Strongling zu Blue Shark hat. Wir haben 1, 2, 3, 4 Nationen, 5 Nationen. 5 Nationen und 3 Ligen. Das ist echt, naja. Egal, wir haben es geschafft und darum geht's. Und die Formation werde ich nie wieder benutzen. Das benutze ich vielleicht nochmal für den MSK Cup, aber ansonsten auf jeden Fall nicht. Gut, ich würde sagen, ich baue sie fertig und bis gleich. So, Freunde, eins muss ich euch sagen, ganz ehrlich, ne, Max ist ein ganz großer Spaß, dir, aber ist egal. Ich habe rechts keinen Bock gehabt, 1500 Münzen oder so auszugeben für Fernandes, deswegen steht er jetzt. Ja, der gute Brown Forbes, Costa Ricaner, von, keine Ahnung, FC Ufa, geil. So, dann haben wir gedacht, okay, Norlings Wasted, irgendwie muss das doch gehen. Ja, klar, muss einfach einen Schirmer vom PSG nehmen und einen Stronglink mit einem Franzosen und einem Uruguayer. Gibt es Gaston Ramirez und Morgan Schneiderlin. Ich bin mir sicher, es gibt noch eine andere Möglichkeit, aber ich habe mich jetzt für die hier entschieden. Muss die noch so ein bisschen umkonvertieren hier, das mache ich mal nebenbei. Denn irgendwie ist das blöd, wenn der als Sechser auf H10 spielt. Aber so dürfte es mit der Chemie hinkommen. Das geht noch nicht, weil er noch zum zentralen Mittelfeldspieler konvertiert werden muss. Und genau das gleiche mit... nicht genau das gleiche. Ich glaube, ich habe auch einen französischen Trainer aus der Premier League und sonst mache ich mir eben einen. Ihn brauche ich jetzt noch als Mittelstürmer zumindest und ich glaube, da habe ich keine Karte mehr für. Das heißt, wir sehen uns gleich, würde ich sagen, einfach im Spiel wieder. Genau so sieht das nämlich aus. Alles klar, bis gleich. So, 6 Nationen, 4 Ligen hat das Team übrigens. Er hat ein Serie A-Team anscheinend. Aber ein ekelhaftes Man of the Match als Innenverteidiger hat Murillo schon bei Inter?
Mit Goulam, mit Chiellini, mit Murillo, mit Handanovic, mit Lichtsteiner, mit Guarin, mit Vidal, mit Nainggolan, mit Dybala, Dumbia und Pogba. Auch noch alles in Form. Holy shit. Aber ich hab ja schon gewusst, als ich Gaston Ramirez in den Sturm gestellt habe und Schneider noch auf die 10, dass das nichts werden würde. Also beschweren darf ich mich diesmal nicht. Höchstens über das Matchmaking. Oh, das wäre es natürlich jetzt gewesen, ne? Wäre das 1-0 durch Matuidi ausgegangen mit dem Kopfball. Oh, Cavani mit einem wunderbaren Antritt. Jawoll, 1-0, da hat keiner mehr eine Chance. Richtig nice, quasi gegen seine ehemalige Liga. Ja, hat er bei Napoli gespielt, für die, die das nicht mehr wissen. Kann ja auch durchaus sein. Richtig schön gemacht, mit ordentlich Tempo, keiner kommt hinterher. Der Abschluss ist perfekt und es steht 1-0. Dybala. Das war jetzt aber nicht gut verteidigt. Und kam ziemlich überraschend, ehrlich gesagt, weil der Pass wäre so nicht nötig gewesen. Und sah auch stark nach Abseits aus, aber gut. Zweimal so dämliche Pässe und zweimal macht er daraus das Tor. Das ist irgendwie ein bisschen sehr, sehr blöd. Pogba diesmal mit der Bude. Da müssen wir uns nochmal angucken, was da gerade passiert ist, weil das sah alles andere als schön aus. So, hier kommt der Pass. Ja, Siani passt einfach überhaupt nicht auf und dann läuft auch Dings nicht mehr mit. Bugatti. Ah, super. Weißt du, mein Team ist schon sehr defensiv, ne? Wenn man bedenkt, dass ich einen Zehner, einen Stürmer und einen 62 gerateten Bronzespieler, von dem ich die Arbeitsraten kenne, nicht habe, ich glaube, er ist auch nur 58 geratet, dann ist das schon ziemlich wack. Aber dass man dann hinten so scheiße steht, dann, das ist echt, also ich meine, Buffon, stellungsspielmäßig lächerlich und, aber egal, ich habe ja gesagt, das wird nichts. Jo, alles klar, Pogba, 4-1. Kannst du nichts gegen machen. Meine Defensive ist der absolute Trümmerhaufen. Das ist grauenhaft. Okay, das Team ist halt auch krass, aber trotzdem ist das grauenhaft. Komm. Oh. So, Dumbi also mit dem 5-1. Na, doch nicht. Ja, egal. Ist sowieso die 90. Minute. Also irgendwie läuft das gerade nicht so mit den 7-Minute-Squads. Letzte Episode war, ja, sehr unerfolgreich und diese Episode scheint es auch wieder zu werden. Impact Engine Fail des Jahrzehnts. So, vielleicht nochmal ein Angriff mit Cavani. Natürlich nicht. Schneider auch nochmal. Und nochmal der Ball auf Gaston Ramirez. Aber der ist bisher echt nicht so geil gewesen. Vielleicht jetzt nochmal eine Flanke, aber da steht auch keiner, abgesehen von Glushakov, weil Cavani es nicht für nötig hält. Und das ist ein Seitfallzieher von einem Sechser. Genauso möchte man das doch sehen. Gott sei Dank haben wir Feierabend. So, eine 4-1-Klatsche, aber ich habe es ja quasi angekündigt. Hätte ich mit Remy und Cabella gespielt, wäre das eventuell ein bisschen besser gewesen. Remy Cabella quasi. aber gut, sollen wir halt auf die Fresse bekommen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Gut, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, irgendwie konnten es euch trotzdem unterhalten. Es wäre ganz schön. 1000 Likes sind auf jeden Fall das Ziel. Und nächste Episode gewinnen wir dann mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.